Acht Schlüssel sind wieder am Start und vielleicht ist ja heute nochmal, oh, da ist sogar noch ein Schlüssel, sehr schön. Vielleicht ist ja heute nochmal ein mystischer Chor gegönnt. Den würden wir auch direkt öffnen hinterher. Tut er es? Schon wieder das Elixier. Also irgendwie kriege ich dieses Elixier ganz schön oft. Aber wie ihr sehen, oh Mann, wie ihr sehen konntet, ich hoffe, es ist jetzt noch drauf auf der Aufnahme. Das war gerade Nummer 200. 200 Mal habe ich diesen Goblerino eskortiert. Den Ungara, ein heftiger, heftiger Typ. Er kommt einfach so, er hat nichts gesagt, er handelt mich an. Er gibt mir hier einen Sap, ein bisschen EQ, was mich richtig freut, Alchemie, Bombe. Und bumm, einfach, alter Schwede, guckt euch das an. Einfach Smuggies plus 8 mit 20 Teufel, 10 Halbmenschen und 30 AW, dazu noch 400 TP. Ach du heiliger Scheiß, ich danke dir, Unigara. Es startet gleich das berühmte Ox-Event. Für mich heißt es nicht OX, sondern Ox-Event. Ist das schön. Ich bin so lange nicht mehr hier gewesen. Also das letzte Mal war... Große Sünde auf einem P-Server vor keine Ahnung wie vielen Jahren, als kleines Kind, als ich damals noch sowas gespielt habe und ewig bin ich nicht hier gewesen. Super cool, ich hoffe, ich fliege nicht direkt bei der ersten Frage raus. Für alle, die immer sagen, Metin 2 ist tot. Oh! Jetzt hört ihr das auch einmal, das ist mein schöner Abo-Sound. Der Server ist überhaupt nicht tot. Ihr seht, super, super voll. Gibt ein Glück, ein Glück. Ein paar fliegen jetzt raus. Es ist immer so schön zu sehen, wie die Leute rausfliegen und dann hier am Rand spawnen und zugucken müssen. Das ist immer so lustig, während man selbst noch drin ist. Also das Event ist wirklich richtig, richtig Nostalgie pur. Hat das Mock-Denkmal eine rechteckige Form? Mock-Denkmal, eigentlich schon, ne? Ich würde O sagen. Das Mock-Denkmal, oder? Was sagt ihr? Meint ihr nicht? Ich würde jetzt eigentlich O sagen. Nein! Nein! Schon bin ich draußen, Mann. Was ist das Mock-Denkmal? Oh, das ging aber schnell. Verdammte Kacke. Schon bin ich... Wer weiß das denn aber auch? Mock-Denkmal. Glaube ich vorbei, da stand gerade letzte Frage und natürlich wieder OX und wir haben jetzt hier noch vier Leute drin. Mal gucken, was die bekommen. Okay, also ich muss sagen, ich bin überrascht. Die haben echt einen magischen Stein als Belohnung bekommen, jeder von denen. Das ist schon richtig, richtig gut, wenn man es mal vergleicht mit den Preisen, die ich zuletzt gesehen hatte. Eine rote Perle, eine weiße Perle. Ein magischer Stein ist schon nicht schlecht. Wir haben Glück gehabt, es gibt noch eine Runde. Sehr schön. Ich bin tatsächlich bei der allerersten Frage rausgeflogen. Die Frage war, hat der Teleporter ein Mal auf der Stirn? Ich habe keine Ahnung, wie der Teleporter aussieht. Ich habe mir den noch nie angeguckt. Ich weiß, wie der Schmied aussieht. Sehr, sehr gut, aber ich habe keine Ahnung vom Teleporter. RIP. PR bekommen Mitte des Monats. Ihr wisst ja, wie das ist. Und ich dachte mir, warum denn nicht? Lass uns doch einfach mal ein bisschen im Stream am Rad drehen. Und dann schneide ich was Cooles zusammen für YouTube. Ich werde nicht alles reinballern, natürlich nicht. Wir gucken mal, wie viel ich reinballern werde, aber ich würde schon so ganz gerne wenigstens ein... Ja, 30 Tage Push bekommen. Nein. Okay, der erste Schlüssel ist schon mal da. Junge, 65 DR. Oh, direkt einen magischen Stein. Oh, nein. Oh, 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 direkt ein Lolli. Direkt einen saftigen 15-Tage-Lolli. Ist das nicht wunderschön? Oh, 30 Tage hinterher? Nee. Leider nicht. Aber 15-Tage-Lolli schmeckt mir schon mal... Oh, schmeckt mir schon mal sehr, sehr gut. Das wird eng, das wird richtig eng. Was zur Hölle? Direkt mal noch ein knackiges 15-Tage-Nazar-Amulett bekommen. Ey, habt ihr gesehen, wie wenig ich gedreht habe? Ich habe so gut wie gar nichts benutzt.
Ich kriege 15 Tage Lolli und 15 Tage Nazar-Amulett. Boah, Junge, das hat sich sowas von gelohnt. Wir drehen noch ein bisschen weiter, just for fun. Aber es hat sich jetzt schon für mich gut gelohnt. Das ist sehr, sehr günstig für diese paar DR, was ich da abgesahnt habe, ja. Oh, komm. Von mir ist auch der Lolli. Nee, leider nicht. Könnte der Lolli sein, aber Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, da wurde ich gebaitet. Ich dachte gerade, ich krieg noch einen Lolli hinterher. Da wurde ich gebaitet. Schade, schade. Ein Money? Nee. Leider nicht, das ist irgendein Müll. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, ein bisschen Minus zu machen. Also wenn ich direkt aufgehört hätte, ne? Direkt aufgehört hätte, als ich die 30 Tage bekommen habe. Das wäre schon dann für den Preis wirklich Bombe gewesen. Aber wir wollen ja ein bisschen Content machen. Wir drehen deswegen noch ein kleines bisschen weiter. Ein Money? Nein, leider nicht. Aber ein Schmiede? Nein. Nur Müll. Ich werde sowieso irgendwann mal zum Magisura wechseln. Das heißt, erstmal hole ich die Dinger nicht ab, wenn sie mir jetzt noch nichts bringen. Bisschen Geduld muss man haben. Ist ja kein Ding für mehr. Hier ist Müll am Start. Immerhin eine Flamme, okay, okay. Kann man machen. Okay, jetzt wird es wieder interessant. Ah, leider nicht. Na, okay. In Ra. Ja, ist okay. Bisher. Also am Anfang war Bombe. Nee, es wird kein Nazar, leider nicht. Ist zu langsam. Was zur Hölle? Ich nehme alles zurück. Was zur Hölle? Ich sitze hier. Nö, wird kein Nazar. Alles gut, zu langsam. Banga! Ist das schön. Ja? Komm, einmal noch. Einer geht noch. Einer geht noch und dann ist Feierabend. Ein letzter. Schade, leider nur Müll. Ja, langweilig. Schade. Aber jetzt ist genug. Ich bin zufrieden. Komm, noch ein Schmiede. Komm. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir es, denn ich möchte nicht dafür sorgen, dass der ein oder andere von euch süchtig wird und die Kontrolle über sein Leben verliert. Also an dieser Stelle, nur weil es bei mir gut gewesen ist, nur weil ihr gesehen habt, der hat jetzt 30 Tage Nazar, 15 Tage Lolli und so, heißt das nicht, dass es bei jedem gut läuft. Passt immer auf. Kurz ins Depot, was wir hier so bekommen haben. Ganz schön natürlich, 15 Tage Nazar. Nochmal 15 Tage Nazar. Und ein schöner Lolli der Stärke auch noch hinterher. Ich denke, ich kann... Was zur Hölle? Es passt gerade so gut. Alter, was? Ich habe nicht viel DR ausgegeben. Wie viel habe ich ausgegeben? 1900? Na? 1900? Oder habe ich... Nee, 900. Ich habe nur 900 DR ausgegeben. Überlegt mal. Ich denke, das ist in Ordnung, ne? Knapp 1K. Ja, okay, man könnte sagen, 1K DR habe ich reingedreht. Und ich wollte auch 1K DR reindrehen, also perfekt, bin ich mir treu geblieben. Und dafür habe ich 45 Tage Push bekommen. Dazu noch ein paar Kleinigkeiten, eine Flamme, ein Switcher, ein paar Cores, ja, ein paar Kleinigkeiten. Also ich denke, für 1K DR 45 Tage, da kann man sich nicht beschweren, ne? Ich bin zufrieden und, genau so ist es. Wir haben noch ein bisschen Spaß gehabt, bisschen Nervenkitzel, bisschen Content. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden damit.